Währenddem das Brot backt, das Tigerschweinbrot, habe ich Tomaten mit Kräuter und Quark gemischt und gebe dazu mein selbstgemachtes Gurkenkarotten eingelegt. Und wenn das Brot fertig ist, kommt das hier auf das Brot mit Quark, Tomate, Kräuter und eingelegten Karotten, Gurken. Und das wird bestimmt super lecker. Jetzt schon ungedicht. Ich liebe Quark aufs Brot. Genial.